Wo beginnt die Geschichte Württembergs? Ist es im Neckartal? Ist es in Beutelsbach? Oder ist es vielleicht hier? In Hirsau? Wir werden sehen. Hirsau ist ein sehr bedeutender geistlicher Ort, der eben schon relativ früh an Bedeutung gewinnt. Irgendwo jenseits der Nagold stand ursprünglich eine Kapelle des heiligen Nazarius. Auch schön, aber jetzt nicht so furchtbar wichtig. Um 840, also vor 840 konkret, wird hier eine Reliquie des heiligen Aurelius gebracht. Die hat eine gewisse Bedeutung. 838 wird dieser Aurelius-Reliquie eine Kapelle geweiht. Nicht hier an Ort und Stelle, sondern jenseits der Nagold, aber Katzensprung. Diese Kapelle und diese Aurelius-Reliquie ist von relativer Bedeutung und erfährt auch den ein oder anderen Pilgerzuzug, bis sie dann Ende des 10. Jahrhunderts an Bedeutung verliert. Warum? Sei dahingestellt, wissen wir auch nicht so genau, ist in diesem Zusammenhang auch nicht so furchtbar wichtig. Wichtig ist allerdings, dass 1049 Papst Leo der IX. Nach Hirsau kommt, was nicht so furchtbar spektakulär ist angesichts der Tatsache, dass Leo der IX. Naja, der Onkel ist des Adalbert von Calw. Calw, da drüben gleich. Und insofern ist ein Verwandtschaftsbesuch. Papst Leo der IX. Kommt hierher, erfährt von dieser Aurelius-Reliquie und dass man nicht mehr weiß, wo sie ist, und ordnet an, dass man sie suchen lässt. Und sein Neffe Adalbert von Calw stiftet dann, also lässt sie suchen, findet die Reliquie und stiftet dann eine neue Kirche. Er baut eine neue Kirche ab 1059 und eine Klausur, ein Kloster dazu. Immer noch nicht an dieser Stelle, sondern immer noch da drüben, aber wie gesagt, das ist gleich ums Eck. Diese Klausur, dieses Kloster erhält jetzt einen Abt, der von überregionaler Bedeutung ist, nämlich den berühmten Abt Wilhelm von Hirsau. Und dieser Abt Wilhelm entfacht eine Wirkung weit über Hirsau und weit über Schwaben hinaus. Denn Abt Wilhelm von Hirsau übernimmt die Reform des Klosters Cluny. Cluny, 910 gegründet, ist ja die Standardeinrichtung, die die Kirchenreform vorantreibt, eben die gegen die Verweltlichung des Klerus kämpft und unter anderem eben auch ganz schnell die Opposition zu den Königen einnimmt, indem sie sagt, okay, der König hat eigentlich dem Papst nichts zu sagen. Stichwort Investiturstreit. Wilhelm von Hirsau bezeichnet Hirsau später selber als jüngere Schwester von Cluny und tatsächlich ist im süddeutschen Raum Elberhirsau dann die Institution, die die Reform vorantreibt. Man spricht auch von der Hirsauer Klosterreform. Relativ bald beginnt es dann. 1070 ist diese Kapelle dann schon wieder zu klein, die 1059 angefangen wurde. Sie wird nie so richtig verendet. 1070 ist sie dann ganz fertig mit dem Bau und sie wird eben geweiht als zweite Kirche. 12 Jahre lang haben wir die dann, bevor wir dann tatsächlich hier an Ort und Stelle eine neue Kirche baut. St. Peter und Paul, 1082. Und das Ding ist so riesengroß, dass es eine Zeit lang gilt als die zweit- oder drittgrößte Kirche der Christenheit nach dem Petersdom. 1092 wird dann das Konvent hierher verlegt. 1092 und 1105 bekommt dieses Konvent einen Abt.
einen ab Bruno. Und der ist wichtig. Was macht jenen Bruno so wichtig? Vor allem seine Geschwister. Er hat zwei. Er hat eine Schwester Luitgard, von der nachher noch die Rede sein wird, und einen Bruder Konrad. Konrad von Beutelsbach. Der wird in der Quelle bezeichnet als mächtiger unter den Schwaben, von denen er abstammt. Allerdings ist die Quelle 400 Jahre später erst aufgeschrieben, sodass man sie cum grano salis annehmen müsste. Jener Konrad von Beutelsbach aber, und jetzt kommt's, wird später bezeichnet als Bruder des Abts Bruno, als Konrad von Württemberg. Und damit ist klar, dass jener Beutelsbacher Konrad auf den Württemberg gezogen ist, sich da eine Höheburg gebaut hat, was ja in der Zeit sehr typisch ist. Klar also, die Württemberger stammen ursprünglich aus Beutelsbach. Es wird wohl Zeit, dass wir mal nach Beutelsbach gehen. Beutelsbach treffe ich Dr. Bernd Breivogel. Bernd Breivogel ist Stadtarchivar und Museumsleiter der Stadt Weinstadt, zu der Beutelsbach ja gehört. Ihn frage ich, was es mit den Ruinen hier auf dem Kappelberg in Beutelsbach auf sich hat. Ja, wir stehen hier in der Burgruine Kappelberg oberhalb von Beutelsbach. Einer Ruine, die baulich sicherlich nicht zu den bedeutenderen des Landes gehört, aber landesgeschichtlich ganz ohne Zweifel und das sogar in doppelter Hinsicht. Denn diese Ruine spielt für die frühe Geschichte der Württemberger eine zentrale Rolle und dann nochmal eine große Rolle in der Zeit des 16. Jahrhunderts, im Vorfeld des Bauernkriegs beim Aufstand des armen Konrad. Zunächst zur frühen Geschichte der Württemberger hier. Der Ort Beutelsbach wird ja als Wiege Württembergs bezeichnet, zu Recht. Denn tatsächlich hat ein Konrad von Beutelsbach, der also ganz offensichtlich, wie sein Name sagt, hier seinen Herrschaftssitz, seinen Stammsitz hatte, 1083 eine neue Burg bezogen, nach der er sich dann auch benannt hat, nämlich die Burg Württemberg in Stuttgart, Rothenberg, oberhalb des Neckars. Wir wissen das deshalb, weil 1083 die Burgkapelle dort eingeweiht wurde. Da gibt es einen Weihestein, einen Inschriftenstein, der diesen Weiheakt bezeugt. Und man kann davon ausgehen, dass damals dann auch diese neue Burg bezogen wurde. Und aus dem Hirsauer Kodex wissen wir von dieser Umbenennung, dass dieser eine Konrad von Beutelsbach dann plötzlich im Laufe des späten 11. Jahrhunderts, eben vermutlich ab 1083, sich nach der neuen Burg Württemberg benannt hat. Also einen strategischen Positionswechsel vorgenommen hat. Vorher eben hier in Beutelsbach ansässig und hier oben auf dem Burggelände von der Burg Kappelberg oberhalb von Beutelsbach könnte er auch schon eine erste Burg errichtet haben oder zumindest damit begonnen haben. Denn bei Ausgrabungen 1968-69, als das Ganze, was man hier noch sehen kann, freigelegt wurde, in der Zwischenzeit auch ein bisschen aufgemauert wurde, kamen auch Befunde zutage, die auf eine Bautätigkeit schon im 11. Jahrhundert deuten. Genau genommen eine Grube, Vorratsgrube möglicherweise mit einer Scherbe aus dem 11. Jahrhundert, die mit diesem Konrad von Beutelsbach in Verbindung gebracht werden kann. Dann kam der Umzug aus strategischen Gründen, also im Zusammenhang mit einer Umorientierung der Beutelsbacher / Württemberger, bei der man natürlich zu der Frage kommt, woher stammen diese Beutelsbacher Württemberger überhaupt? Da gab es ja viele Theorien. Man hat auch schon mal vermutet, sie würden aus Luxemburg stammen und also hätten gar nichts ursprünglich mit dem Land hier zu tun. Das aber bloß, weil es in Luxemburg halt einen Berg gibt mit dem entsprechenden Namen. Genau, das war das Einzige. Ja, aber auch diese These wurde immer wieder vertreten. Dann hat auch Decker Hauf das nochmal aufgebracht. Und im Prinzip seit der Zeit so um 1990 herum hat der damalige Landeshistoriker, Nachfolger von Decker Hauf auf dem Lehrstuhl in Tübingen, im Prinzip die Forschung so, kann man sagen, aufgestellt,
wie sie bis heute allgemein auch anerkannt wird. Nachdem nämlich diese Württemberger, Schrägstrich Beutelsbacher, eine Nebenlinie des saalischen Kaiserhauses waren, die von der Thronfolge ausgeschlossen waren, nicht berechtigt waren, zurückgehend wahrscheinlich auf einen Kuno, auf einen Dominus Kuno und dann eben in nicht ganz geklärter Nachfolge bis hin zu diesem Konrad von Beutelsbach reichend, der einen Herrschaftsschwerpunkt und auch Besitzschwerpunkt ganz offensichtlich hier im unteren Remstal hatte. Möglicherweise kam das auch schon über Gisela von Schwaben mit in das Haus. Da spricht einiges dafür, dass schon seit dem früheren 11. Jahrhundert die Salier dann eben hier in Schwaben und im Remstal Fuß fassen konnten. Und diese Nebenlinie, die war dann eben Ende des 11. Jahrhunderts nicht nur von der Thronfolge ausgeschlossen auf Reichsebene, sondern stand auch in Opposition zur Hauptlinie des Kaiserhauses. Heinrich IV. Canossa ist ein Stichwort, das sicherlich jedem geläufig ist. Wir sind im Zeitalter des Investiturstreits, der hier gerade in Schwaben, kann man durchaus sagen, bürgerkriegsähnliche Ausmaße angenommen hat. Und die Trennlinie, die politische Kampflinie sozusagen, ging im wahrsten Sinne des Wortes mitten durch die Familien, auch der Adelsfamilien, in dem Fall der Salier, der schwäbische Adel und damit eben auch die Beutelsbacher waren mehrheitlich oder fast ausschließlich auf Seiten der päpstlichen Partei, während eben die Hauptlinie natürlich logischerweise gegen den Papst eingestellt war und sozusagen natürlich die kaiserliche Partei vertreten hat. Gerade um diese Zeit herum, als auch hier auf der Burg Kappelberg Bautätigkeit war, als eben hier Konrad noch in Beutelsbach saß, wurde die Burg Hohenstaufen errichtet und Friedrich von Hohenstaufen hat die Kaisertochter Agnes zur Frau genommen und hat hier natürlich seine Machtposition im Einverständnis und in Absprache mit dem Kaiser ausbauen können, auf Kosten des Konrads, auf Kosten dieser Nebenlinie. Also Beutelsbach und dann Waiblinge ist da drüber, gell? Da drüber, genau. Waiblinge da drüber, wie weit ist das? Luftlinie würde man schätzen, 10 Kilometer vielleicht. Ja, und Schorndorf ist ja dann... Schorndorf sind auch so 10 Kilometer. Drüber. Und das ist ja beides staufisch dann. Ja, genau. Genau, die genau. Hocken, der Konrad hockt da mit, ja. Mit drin. Ja, genau, ja, freilich. Also drumherum eben, genau, sozusagen Feindesland und deswegen hat er sich da wirklich in die Zange genommen gefühlt. Ne? Und wie gesagt, Rudolf von Rheinfelde hat gegen Heinrich IV. Bei der Schlacht an der Weißen Elster verloren, 1080. Ne? Also wir sind da gerade so in dem Dreh herum, wo offensichtlich die antipäpstliche Partei unter Druck gerät. Und vor dem Hintergrund, man kann sich das alles nur erschließen, ne? Das steht nirgendwo in der Quelle drin. Konrad von Beutelsbach hat aus diesen und jenen Überlegungen heraus sich dazu entschlossen, seinen Herrschaftssitz zu verlagern. Das steht nirgends, sondern man kann nur die politische Konstellation analysieren und dann eben versuchen, Plausibilitäten aufzustellen, warum er sich zu diesem Entschluss dann praktisch durchgerungen hat. Und da spricht eben einiges dafür, dass er im Neckartal eine günstigere strategische Ausgangsposition gesehen hat als hier in Beutelsbach. Beutelsbach wurde dann sicherlich nicht aufgegeben. Die Burg, die vielleicht noch im Bau war, aber ziemlich sicher nicht fertig gebaut, sondern man hat hier wahrscheinlich Beutelsbach ein Stück weit, sage ich mal, nachrangig betrachtet in der folgenden Zeit. Im 12. Jahrhundert haben wir keine Quellen mehr zu Beutelsbach. Und die erste Quelle, die überhaupt über diese Burg erscheint, in schriftlicher Form, ist tatsächlich ein Fund dieser Ausgrabung. Man muss sich also vorstellen, 1968 wird hier die Rebflurbereinigung begonnen. Von der Burg war nichts mehr zu sehen. Man wusste, es gab da mal eine Burg, es gab alte Ansichten, immer mal wieder kamen auch so Lesefunde raus, aber es war kein Mauerwerk am Stück mehr zu sehen. Erst bei der Rebflurbereinigung, als man tiefer gegraben hat, kam mehr und mehr heraus und schlussendlich hat man dann doch das Denkmalamt informiert, das sogar selber zuerst gesagt hat, nee, da kann eigentlich gar nichts mehr sein, wissen wir ja, steht ja schon in der Oberamtsbeschreibung und so weiter. Schlussendlich hat man dann doch gegraben, der Dr. Wein kam hier und hat dann 1968, 69 eine der ersten größeren Burgengrabungen auf jeden Fall hier in der Region durchgenommen und
für das, dass gar nichts mehr zu sehen ist, ist das, was auch an Baulichkeiten herauskam, wirklich bedeutend, auch viele Funde. Und eben halt eine Burg, die in der Landesgeschichte eine ganz zentrale Rolle spielt, wie kaum eine zweite. Und einer dieser Funde, einem aufmerksamen Baggerführer zu verdanken, war eine Bauinschrift, eine Platte, zerbrochen, aber immer noch in wesentlichen Teilen lesbar, aus der hervorgeht, dass 1252 hier der Propst Berthold von dem Stift Beutelsbach auf Veranlassung Graf Ulrichs die Burg ausbauen sollte, also das, die Burg weiter ausbauen sollte. Also das Bauwesen wurde da nochmal neu aufgenommen. Ein Traum, so eine Inschrift. Sowas ist eigentlich der Traum eines Archäologen, viel weniger als der Goldschatz, der, über den freut man sich auch. Aber wenn man irgendein Bauwerk untersucht, über das so gut wie keine Schriftquellen in der Frühzeit vorliegen und man findet dann so eine Inschrift, auf der draufsteht, wer, wann und dann auch womöglich auch noch warum. Indirekt nämlich steht sogar dabei, mit wessen Geld das hier wieder aufgebaut oder weitergebaut wurde. Es wird nämlich noch der Papst Innozenz genannt. Man kann also nur Innozenz, kann man noch lesen. Wahrscheinlich stand dabei zur Zeit des Papstes Innozenz. Auf jeden Fall hat man aus irgendeinem Grund für wichtig geachtet, den Papst zu erwähnen. Und da weiß man natürlich aus heutiger Sicht, was dahinter stecken könnte, denn der Papst Innozenz hat diesen Parteiwechsel der Württemberger Grafen zugunsten der päpstlichen Partei eben auch mit Geld honoriert. Mhm. Also möglicherweise kam da tatsächlich päpstliches Geld hier zum Einsatz. Und dann wurde diese Burg eben Mitte des 13. Jahrhunderts ausgebaut. Man kann leider aufgrund der nur zwei historischen Ansichten in ruinösem Zustand und der nicht vollständig ergrabenen Fläche der Burg kein komplettes Bild, wie die Burg ausgesehen hat, rekonstruieren. Aber es war mit Sicherheit hier eine Art Wohnturm, der vorhanden war. Es gab eine Burgkapelle, die sogar mit Sicherheit bis in die Reformationszeit noch genutzt wurde. Es gab eine Vorburg, also diese Zweiteilung lässt sich erkennen. Es ist aus dem Fundgut einiges über das Alltagsleben dieser Burgbesatzung hier abzulesen. Also es gibt feines Tafelgeschirr, die mittelalterliche Terra Sigillata, wenn man so will, also die Burger Feinware, wie es so schön heißt, die ja nur wenige Kilometer hier von Beutelsbach in Buch gefertigt wurde, als Feingeschirr für ganz Neckarschwaben und Aquamanilien und so weiter. Das sind so einige Funde, die auf den Lebensstandard hier oben Rückschlüsse zulassen. Wer jetzt diese Burg tatsächlich bewohnt hat, das steht aber schon wieder nicht in den Quellen. Weil die Württemberger hatten ja bekanntermaßen ihre neue Stammburg in der Burg Württemberg, nach der sie sich ja dann eben auch benannten und auch ihr ganzes Land benannten. Insofern dürften sie hier höchstens zu Gast gewesen sein und wahrscheinlich Dienstleute hier oben mit der Burg praktisch belehnt haben. Das sind dann vermutlich diese späteren Herren von Beutelsbach, über die auch so gut wie nichts bekannt ist. Weder die dynastischen Zusammenhänge sind bisher untersucht worden, noch das genaue Dienstverhältnis zu den Württembergern. Aber dass sie in engem Kontakt zu den Württembergern standen und auch durch den Namen ist bekannt, sodass der Zusammenhang mit der Burg nahe liegt. Aber wie gesagt, bisher noch nicht bewiesen ist. Die Geschichte der Burg endet dann aber auch schon relativ schnell wieder. Wie gesagt, 1252 der Wiederaufbau oder der Neuaufbau, Fortsetzung der Bautätigkeit. Und dann im Reichskrieg gegen Graf Eberhard 1311-12 dann schon wieder durch Esslinger Truppen zerstört. Wie auch das Stift unten in Beutelsbach mit der Grablege der Württemberger. Also Beutelsbach war damals eben auch das religiöse Zentrum Württembergs. Schwer in Mitleidenschaft gezogen worden. Also die Burg dürfte abgebrannt sein. Es gibt hier Brandhorizonte, die man feststellen konnte bei der Ausgrabung und dann nicht wieder aufgebaut worden sein. Es gibt zwar einige wenige Hinweise von Fundgut her, das noch so bis Mitte des 14. Jahrhunderts läuft. Also möglicherweise gab es noch zaghafte Versuche, die dann aber offensichtlich nie zu einem Ende geführt haben oder zu einem wirklichen Wiederaufbau. Und die Burg blieb letzten Endes dann eigentlich Ruine. Sie hat auch eine ihrer wesentlichen Aufgaben, nämlich den militärischen Schutz des Stiftes Beutelsbach als dem religiösen Zentrum der Beutelsbacher verloren, weil nach diesem Reichskrieg gegen Eberhard wurde dieses Stift nach Stuttgart verlegt. Man kann dann trefflich spekulieren,
Wenn das nicht so gewesen wäre, dann wäre vielleicht Beutelsbach Landeshauptstadt geworden. Oder es hätte zwei Hauptstädte gegeben, eine weltliche und eine geistliche. Aber das ist jetzt natürlich, sage ich mal, aus Beutelsbacher Perspektive überlegenswert. Ansonsten ist ganz klar, ab dem frühen 14. Jahrhundert ist dann Stuttgart auch das religiöse Zentrum. Vorher war es schon das politische und das wirtschaftliche. Und Beutelsbach versank dann sozusagen nicht ganz in Vergessenheit, das kann man auch nicht behaupten, zumal ja später Beutelsbach nochmal eine ganz zentrale Rolle in der Landesgeschichte spielen wird. Aber immerhin, es blieb dann ein Dorf, zwar mit Markrecht, immerhin sicherlich eines der bedeutenderen Dörfer und irgendwo auch ein Bewusstsein als Wiege oder Ursprungsort der Württemberger auch präsent. Auch über all die Jahrhunderte gibt es immer wieder Hinweise darauf, dass schon bekannt war, dass hier die Ursprünge der Württemberger lagen. Aber natürlich kam es zu keiner städtischen Entwicklung oder sonst wie zu einer größeren politischen Bedeutung mehr nach dem Abzug des Stiftes und der Zerstörung der Burg. Zurück in Hirsau wird es Zeit, sich mal hinzusetzen und sich Gedanken darüber zu machen, inwieweit die Württemberger dieses ganze politische Beziehungsgeflecht eigentlich eingebunden sind. Oder auch, wo sie eigentlich herkommen. Holen wir ganz kleines bisschen aus, nicht arg. Otto der Große oder der Erste hat einen Bruder namens Bruno. Dieser Bruno ist Geistlicher. Das müssen wir uns gleich merken. Bruno geistlich. Otto hat auch eine Tochter namens Luitgard. Und Luitgard müsste uns eigentlich schon fast wieder bekannt vorkommen. Diese Luitgard heiratet einen Herzog von Kärnten, Salier, und das ist Konrad der Rote. Jetzt haben wir also innerhalb von zwei Generationen Bruno, Geistlicher, Konrad und Luitgard. Luitgard und Konrad wiederum bekommen einen Sohn, Otto. Klar, Otto liegt in der Familie. Dieser Otto wird wiederum Herzog von Kärnten, und heißt später Otto von Worms. Otto von Worms wiederum hat jede Menge Kinder. Und zwar zeugt er einen Konrad. Konrad von Kärnten. Einen Bruno. Und dieser Bruno ist wiederum für die geistliche Laufbahn vorgesehen. Man merkt, da ist ein gewisses Muster dabei. Er zeugt auch einen Wilhelm, der wird dann Bischof von Straßburg, und einen Heinrich von Worms. Dieser Heinrich von Worms wiederum hat dann wieder einen Sohn, Konrad. Und dieser Konrad wird 1024 König. Heinrich ist jetzt der eine Bruder. Wie gesagt, es gibt nur diesen Wilhelm, den Bruno, den Geistlichen, und diesen Konrad von Kärnten. Dieser Konrad von Kärnten, Herzog, heiratet die Tochter von Herzog Hermann von Schwaben, namens Mathilde. Mathilde und Konrad bekommen auch wieder einen Sohn, den sie auch wieder Konrad nennen. Zur besseren Unterscheidung nennen wir ihn gern Konrad den Jüngeren. Jetzt haben wir also in dieser Generation zwei Konrade, Vettern. Konrad der Jüngere und er war Konrad, der nachher 1024 König wird. Der Punkt ist, dass 1024 auch der Konrad der Jüngere eigentlich gerne König geworden wäre. Er ist ja verwandt mit den Herzöge von Kärnten, er ist verwandt mit den Herzöge von Schwaben, also er hätte schon das Potenzial, König zu werden. Er verliert aber die Königswahl. Und ab diesem Moment beginnen eigentlich zwei Effekte. Erstens, die beiden Väter mögen sich nicht mehr sehr. Und zweitens, der unterlegene Konrad der Jüngere verschwindet mehr oder weniger aus der Geschichte. Wir erfahren nicht mehr viel von ihm. 1056 taucht nochmal ein Konrad auf. Und hier ist die Frage, dieser Konrad, da wissen wir nichts. Wir wissen nicht, ob damit Konrad dem Jüngeren verwandt ist, aber vermutlich ist er sein Sohn. Und dieser Konrad von 1056, nochmal, hat Verwandte in seiner Verwandtschaft den Namen Luitgard, den Namen Bruno, der gerne für Geistliche vergeben wird, und eben nicht selbstverständlich den Namen Konrad. Dieser Konrad ohne Namen, 1056, taucht auf im Zusammenhang mit der Gegend von Beutelsbach. Und so ist es relativ wahrscheinlich, dass dieser Konrad vermutlich der Vorgänger von Konrad von Beutelsbach war. Was bedeuten würde, dass die Württemberger, also die späteren Württemberger, sehr eng verwandt sind mit dem salischen Kaiserhaus, gleichzeitig aber dieses salische Kaiserhaus nicht mögen. Und das ist eine Beobachtung, die jetzt recht gut reinpasst. Schauen wir das ein bisschen genauer an. Blick auf die Karte.
Hirsau, ein gutes Stück weg natürlich von Beutelsbach, aber trotzdem eng verbunden. Gehen wir aber trotzdem noch mal kurz auf der Karte nach Beutelsbach. Beutelsbach liegt mitten in einem großen Komplex, das offensichtlich den Saliern große Bedeutung ist. Das taucht immer wieder auf als klassisches Königsgut. Und man geht sogar nachher dazu über, die Salier die Familie von Weiblingen zu nennen. Das sind zwar ursprünglich keine Schwaben, aber in der schwäbischen Geschichtsschreibung macht sich das besser. Weiblingen, Scharndorf und dazwischen Beutelsbach. Beutelsbach wird irgendwann mal rausgelöst aus diesem Besitzkomplex. Wir wissen nicht genau, wann das passiert und wie das passiert, aber klar ist, dass Beutelsbach zwar mitten in diesem Komplex liegt, aber jetzt doch eine gewisse Sonderrolle einnimmt. Es wird vielleicht Zeit, die Württemberger so ein bisschen in die Zeitgeschichte im 11. Jahrhundert einzubetten. Stichwort Investiturstreit. Das macht hier in Hirsau Sinn, denn wir wollen nicht vergessen, Hirsau gilt als die jüngere Schwester von Cluny. Und Cluny ist eben jenes Kloster, das die große Klosterreform durchzieht, die auf Seiten des Papstes ist und Heinrich IV., dem Kaiser, so massiv Schwierigkeiten bereitet. Cluny, Hirsau, Papstseite, der Salier Heinrich IV. Komplett im Gegensatz. Das Ganze eskaliert ja bekanntlich. 1076 setzen sich Heinrich IV. Und Papst Gregor VII. Gegenseitig ab und es kommt zu militärischen Konflikten. Das Ganze entzündet sich sehr stark in Schwaben, denn die schwäbische Adel ist stark auf der Seite des Papstes. Die wählen ja dann schließlich auch noch den Rheinfeldener aus Schwaben zum Gegenkönig. 1076, wie gesagt, die gegenseitige Absetzung. 1077 verwüstet Heinrich Schwaben, weil er halt mit der Opposition vor Ort nicht mehr anders zurechtkommt. 2 Jahre lang führt der Krieg, setzt sich aber, naja, so bedingt einigermaßen durch, sodass er schließlich eine Familie etabliert, die den Auftrag hat, Schwaben zurückzuerobern. Und zwar wäscht er in der Nähe seines Königsguts, um das eben auch mitzuschützen. Und damit Weiblingen. In der Nähe von Weiblingen sitzt die Familie der Staufer. Und so werden die Staufer recht schnell im Rang erhöht, um eben auf Seiten Heinrichs IV. Gegen alle zu kämpfen, die vor Ort nicht passen. 1080 kommt zur Schlacht in der Weißen Eichelstadt. Am Abend vor der Schlacht verfügt Heinrich IV. Nochmal, was mit seinen Besitzungen um Weiblingen passieren soll. Die sind ihm wirklich wichtig, wo eben die Staufer sitzen und wo mitten in diesem Besitzkomplex jetzt auch Konrad von Beutelsbach sitzt. Eben jener Konrad von Beutelsbach, ich sagte es schon, der eindeutig auf Seite Hirsaus steht und damit auf der Seite des Papstes und damit auf der Gegnerseite von Heinrich IV. Zurück zu den Württembergern und ihrer Rolle in dieser ganzen Sache. Bruno, jener Bruder des Konrad von Beutelsbach, später Konrad von Württemberg, der ist zunächst mal Kanoniker in Speyer. Und Speyer ist nichts anderes als eindeutig auf der Seite der Salier, auf der Seite des Königs Heinrich IV. Als dann dieser ganze Streit eskaliert zwischen Papst und König, wechselt Bruno sprichwörtlich die Seiten. Er verlässt Speyer, das königstreue oder königsnahe Speyer, und wird Mönch hier in Hirsau, das auf Seiten des Papstes steht. Ganz eindeutiger Seitenwechsel im wahrsten Sinne des Wortes. Und um Hirsau zu unterstützen, macht er auch eine kleine Stiftung. Gemeinsam mit seinem Bruder Konrad von Beutelsbach, / Konrad von Württemberg. Die schenken hier also Güter und kaufen sich mehr oder weniger im Kloster mit ein. Bruno ist zunächst nur Mönch, aber 1105 wird er hier Abt. Und zwar unter der ganz öffentlichen, offiziellen Begründung, naja, wir wählen diesen Bruno zum Abt, denn sein Bruder und seine Verwandtschaft sind in der Lage, uns zu helfen. Wie helfen? Hirsau päpstlich, Beutelsbach-Württemberger päpstlich, damit klar helfen gegen die königliche oder kaiserliche Partei. 1105 reden wir dann von Heinrich V., aber es ändert sich an der Gemengenlage relativ wenig. Ganz klar, die möchten also hier demonstrieren, dass sie auf Seite des Papstes und gegen den König stehen und damit auch gegen die Staufer. Sie vollziehen dann aber doch einen Seitenwechsel. Denn, witzigerweise, es sind ja nicht nur die Brüder Konrad von Beutelsbach und Bruno, es sind ja noch die Schwester Luitgard. Und jene Luitgard hat wiederum einen Sohn, der um das Chaos vollkommen zum ebenfalls Konrad heißt. Und jener Neffe Konrad klagt jetzt gegen diese Stiftung und sagt, hey, das geht nicht, ihr verschenkt ihr Eigentum, das auch meiner Mutter mitgehört. Er klagt also gegen das Kloster, wo anschließend sein Onkel Abt ist. Und der Onkel Abt Bruno
weist diese Klage nicht von sich. Er sagt, was ich damals als Mönch verschenkt habe, das gilt. Nehmen wir jenen Konrad, Sohn der Luitgard, noch mal ein bisschen genauer in den Fokus. Konrad heiratet eine Hadelwig, von der wir wirklich nicht wissen, woher sie kommt. Es gibt Vermutungen, sie könnte in das spitzenbergisch-sigmaringische Geschlecht gehören, aber mit großem Fragezeichen zu versehen. Jener Konrad löst sich vermutlich von der päpstlichen Seite, päpstlich-hirsauischen Seite, in der seine Familie eigentlich verhaftet ist. Das sieht man unter anderem eben auch durch diesen Rechtsstreit, den ich gerade nannte. Denn er möchte ja jetzt Hirsau in ihren Rechten beschneiden. Vielleicht allerdings ist es auch so, dass Hirsau und Abt Bruno, der Onkel von eben jenem Konrad, sich auch schon den Staufern annähert und damit der kaiserlichen Seite. Denn Bruno arbeitet relativ eng zusammen mit Gottfried von Kalf. Und Gottfried von Kalf ist klarer Gefolgsmann eigentlich, der Staufer und damit der kaiserlichen Seite. Sei dahingestellt. Jener Konrad auf jeden Fall hält sich jetzt sehr deutlich zu Heinrich dem V., kaiserlich, königliche Seite, nicht mehr päpstliche Seite. Es geht so weit, dass er mit ihm vermutlich in Utrecht ist, als 1122 ein Bürgeraufstand gegen Heinrich der V. losbricht, sodass Heinrich der V. zusammen mit Konrad und einige weitere nach Speyer flieht. Ist nicht ganz sicher nachweisbar, dass der Württemberger dabei ist, aber relativ wahrscheinlich. Spätestens in Speyer ist er bei Heinrich dem V., aber das ist so zeitnah, dass er vermutlich mit ihm geflohen ist. Jener Konrad hat jetzt zwei Söhne, vermutlich, mit Fragezeichen zu versehen, aber sehr wahrscheinlich. Zwei Söhne, einen Ludwig und einen Emicho. Der Name Emicho verweist vielleicht auf den Nahegau. Aus dem Nahegau kommt ursprünglich Konrad den Roten, den wir weiter oben ja schon mal hatten. Ludwig ist eigentlich die Figur, die es ein bisschen genauer zu beobachten gilt. Um zu wissen, wie es mit den Württembergern weitergeht, müssen wir Hirsau leider wieder verlassen und zum anderen Kloster gehen, nach Denkendorf. Willkommen im Kloster Denkendorf. Man weiß echt ein Kleinod in Württemberg, das leider viel zu wenig bekannt ist. Das uns aber ziemlich viel erzählen kann über die frühe Zeit der Württemberger. Schauen wir mal. Denkendorf, ihr wart stehen geblieben bei Ludwig dem I., Bruder von Emicho. Die vermutlich Söhne von Konrad sind, der vermutlich, na sicher, ein Sohn von Luitgard ist. Aber ganz viele Fragezeichen ranken sich jetzt um diese frühe Zeit. Ludwig der I. wird Graf genannt, sein Bruder Emicho nicht. Man wisset auch nicht, wovon er Graf war. Seine Grafschaft ist unklar, Gerichtsstätte vielleicht in Cannstatt. Dieser Ludwig der I. wird um 1119 geboren, Fragezeichen, und ist vielleicht mit Kaiser Lothar 1136 in Italien, wenn es der ist. 1139 ist er auf jeden Fall in Markgröningen, und zwar bei König Konrad III. Und damit, Achtung, voll beim Stauferkönig. Staufer, wir erinnern uns, waren eigentlich Gegner. Gegner deswegen, weil sie beim Investiturstreit auf Seite des Königs, Kaisers waren und nicht auf der Seite des Papstes. Die Württemberger waren auf der Seite des Papstes und haben sich angenähert. Man muss sagen, wie sich die Württemberger erscheinen ab diesem Zusammenhang oder ab dieser Zeit immer im Gefolge der Staufer und scheinen sehr treue Gefolgsleute der Staufer zu sein. Wie gesagt, 1139 bei König Konrad III. tauchen noch ein paar andere Grafen auf, Adalbert von Kalf, Markgraf Hermann von Baden, Grafen von Tübingen, Zoller und Laufen, Feigen. Eine illustre Runde, das sind die Württemberger auf jeden Fall mit dabei. 1141 erscheint er nochmal in Straßburg, wiederum zusammen mit Staufer. Und ab dem Moment immer wieder, also mit Konrad III. Und später mit Barbarossa. Nochmal, der Württemberg Ludwig ist definitiv Gefolge der Staufer. Zu seiner Zeit wird jetzt auch seine Reichslehne, sein Eigengut ein bisschen fassbar. Und deswegen sind wir jetzt hier in Denkendorf. Denn Ludwig der I. ist Vogt von Denkendorf. Und warum das so wichtig ist, gucken wir nachher mal schon. Ludwig der I. dürfte einen Sohn gehabt haben. Also die Linie geht ja weiter. Nur wir wissen es nicht genau, wie der Sohn einzuordnen ist. Vermutlich einen Ludwig,
den die Forschung heute gern als Ludwig II. Bezeichnet. In der Quelle der Zeit erscheint der Sohn eigentlich nicht, sondern immer nur als Ludwig. Ursprünglich übrigens nicht als Graf Ludwig, was aber an der Quellenlage liegen kann. Also der Grafentitel ist in der Zeit ein bisschen schwierig. Jener Ludwig, der nennen wir Zweite, wird um 1137 rum geboren und steht genau wie sein Vater voll auf Seite der Staufer. Die Tradition setzt sich fort. Und zwar sogar so weit, dass er 1164 bei der berühmten Tübinger Fehde auf Seiten der Tübinger kämpft. Die Tübinger, die ja angestiftet werden von den Staufer. Andere Geschichte, aber auch interessante Geschichte letzten Endes. Diese Tübinger Fehde geht so aus, dass in einer Art Stellvertreterkrieg die Welfen gegen die Staufer führen und Barbarossa als staufischer Kaiser dennoch zugunsten der Welfen interveniert, weil er das halt politisch nötig hat. In diesem Zusammenhang kriegt dann auch Ludwig, der Württemberger, der auf Seiten der Tübinger für die Staufer kämpfte, einen Rüffel von Barbarossa. Was nicht gut ist, aber sich auch relativ schnell wieder behebt. 1181, also 1164 ist die Tübinger Fehde, 1181 spätestens ist das ganze Thema erledigt, denn 1181 ist er wieder voll in Gnaden Barbarossas aufgenommen. Und zwar erscheint er als erster Urkundler oder als erster Zeuge einer Urkunde Barbarossas, die Denkendorf betrifft. Und zwar ist eine Urkunde von 1180, in der Barbarossa Denkendorf der Aufsicht seines Statthalters in Esslingen unterstellt. Und es gibt Vermutungen, die plausibel sind wohl, dass eben jener Statthalter von Esslingen genau jener Ludwig ist. Irgendwann taucht er dann auch wieder als Graf auf, soweit ist klar. Im Zusammenhang mit der Tübinger Fehde bemerkt man mal wieder die Geschmeidigkeit der Württemberger, sich anzupassen. Denn klare Gegner bei der Tübinger Fehde sind unter anderem natürlich die Grafen von Kirchberg. Und diese Grafen von Kirchberg scheinen anschließend, es gibt keine Belege, aber klare Hinweise drauf, scheinen anschließend eine Tochter von Kirchberg mit Ludwig II. Verheiratet zu haben. Denn dieser Ludwig II. Bekommt nun Söhne, vielleicht, wie gesagt, alles ein bisschen Frage, aber Söhne gehen wir davon aus, einmal Ludwig III., auf den kommen wir gleich, und auf der anderen Seite einen Hartmann. Und der Name Hartmann kommt ganz eindeutig vom Kirchberger Erbe her. Vor allem aber, jetzt wird es wieder witzig, übernimmt Ludwig II. Das Wappen der Kirchberger. Das ursprüngliche Wappen, das die Württemberger jetzt führen, sind drei Berge mit drei Türmen drauf. Das ist Kirchberger Wappen, Seitenlinie der Kirchberger, die definitiv als vornehmer angesehen wird als die Württemberger. Sodass die Württemberger sich lieber mit deren Farben schmücken, als ihre eigene zu verwenden. Wenn sie überhaupt welche hatten. Wenn, dann wissen wir es nicht und kennen sie nicht. Nochmal, dieser Ludwig II., von dem wir vermuten, dass es ihn gab, hat vermutlich zwei Söhne, nämlich Ludwig III. Und Hartmann. Jene vermuteten Söhne, Ludwig III. Und Hartmann, wird jetzt auch wieder interessant. Wir sind jetzt also in der nächsten Generation. Vermutlich. Wie schon gesagt, viele Fragezeichen. 1194 wird Hartmann genannt als in Schwaben bleibend. Ludwig III. Begleitet Heinrich VI. Den Staufer auf seinem Kriegszug nach Italien und nach Sizilien. Mit großer Wahrscheinlichkeit ist schon Sizilien dabei. Nochmal, völliger Gefolgsmann der Staufer. Er hält seine Treue zu den Staufer immer weiter. Also auch dann, als Heinrich VI. Stirbt und diese ganze Streiterei zwischen den Welfen und den Staufer stattfindet, bleibt er auf Seite der Staufer, konkret in dem Fall auf der Seite von Philipp von Schwaben. 1201 wird Philipp von Schwaben vom Papst gebannt und die Württemberger schwören Philipp von Schwaben die Treue. Sie sind also sowas von eindeutig auf der Seite jetzt des Kaisers oder Königs in dem Fall und nicht mehr des Papstes. Komplett. 1208 wird der Philipp von Schwaben ermordet und seine Witwe Irene geht auf den Hohen Staufer. Und wer ist mit dabei? Ludwig III. Um sie zu beschützen. Die Frau der Staufer, in deren Gefolge er nun mal auftaucht. Kurz danach zeigen sich die Württemberger aber wieder sehr geschmeidig. Denn Otto IV. Ist jetzt der übrig gebliebene König und setzt sich durch. Otto IV. Wird neuer König und prompt tauchen die Württemberger bei ihm auf
um ihm zu huldigen. 1213 erscheinen dann beide, Hartmann und Ludwig, beide in Konstanz, um wem zu huldigen? Friedrich II., dem Staufer, der nun versucht, an die Macht zu kommen gegen die Welfen Otto IV. Innerhalb kürzester Zeit wechseln die also vom klarstaufischen Lager hin zum Welfenlager, wieder zurück zum klarstaufischen Lager. Und diese Geschmeidigkeit zeigen die Württemberger übrigens in der Geschichte immer wieder. Die beiden Brüder sind so eindeutig auf Seiten der Staufer, dass sie sich ab jetzt immer wieder im Gefolge Friedrichs II., des Stauferkönigs und Kaisers finden, zumindest Ludwig. Er zieht mit ihm durchs Reich. An verschiedenen Stellen taucht er wieder auf, in Urkunde allerdings nicht mit nach Italien zunächst und auch nicht mit nach Palästina. Als Friedrich II. Wieder nach Sizilien abdampft und dann das Reich eigentlich sich selbst überlässt, beziehungsweise seinem Sohn Heinrich, bleiben die Württemberger auf Seiten des Sohnes Heinrich. Heinrich, den nennt die Forschung Heinrich der Klammer, siebte, also römische Zahl in Klammer, weil er nie so zur Herrschaft gelangte, dass es ihm eine eigene Zahl reichte. Heinrich der Klammer, siebte, hat nun die Württemberger bei sich, bis er den Aufstand gegen seinen eigenen Vater Friedrich II. Startet. Da scheinen sich die Württemberger rechtzeitig abgesetzt zu haben. Als dieser Aufstand dann niedergeschlagen wird, Friedrich II. Seinen Sohn Heinrich der Klammer VII. Besiegt, sind die Württemberger wieder voll bei Friedrich II. Dabei. Also wieder auf der richtigen Seite gewesen oder sich zumindest rechtzeitig wieder auf die richtige Seite geschlagen. Ludwig siegelt übrigens 1239 erstmalig mit einem Siegel mit Hirschstangen. Wo die herkommen, das Ganze, schauen wir. Und kümmern wir uns erst wieder nochmal um seinen Bruder Hartmann. Hartmann heiratet eine Frau, deren Name wir nicht kennen, aber deren Familie. Und die Familie ist die von Veringen. Und die Grafen von Veringen sind wirklich mächtig. Deutlich vom Rang, vom Prestige und auch vom Vermögen her den Württembergern überleben. Also sehr vorteilhafte Partie, die Hartmann beschließt. Die Veringer sind in Oberschwaben. Und weil es den Württembergern so im Remstal, Weiblinger Gegend, Neckartal zu eng ist, weil die Staufer hier eben zu dominant sind, verlegen sie ihren Herrschaftsschwerpunkt jetzt so ein bisschen in Richtung Oberschwaben. Zumindest überlegen sie es. Hartmann und diese Frau von Veringen bekommen Kinder. Vielleicht einen Hermann. Also den Hermann gibt's, den Hermann von Württemberg. Wir wissen nur nicht, ob er der Sohn von beide ist. Aber vermutlich schon. Dieser Hermann hat dann vermutlich wieder Kinder, denn es gibt einen Eberhard von Württemberg, einen Bischof Heinrich von Eichstätt und vor allem einen Ulrich, der später den Namen behält. Ulrich der Stifter. Zu dem kommen wir aber später. Der zweite Sohn der beiden, der zweite Sohn von Hartmann und der Dame von Veringen, ist Konrad. Konrad, der klassische Leitname, mal wieder. Dieser Konrad nennt sich nun, Achtung, mal Graf von Württemberg und mal Graf von Grüningen. Denn Grüningen, die Grafschaft Grüningen, kommt über das Veringische Erbe zu den Württembergern. Die haben nun zwei Grafentitel. Und Grüningen ist wiederum so viel bedeutender als alles Württembergische, dass Konrad jetzt sein Wappen ändert. Hin zu den berühmten Hirschstangen, die von Grüningen kommen. Konrad mit dem neuen Wappen schließt sich dann auch im Kriegszug oder in der Pilgerfahrt, je nach der Deutung, ins Heilige Land an. 1228 taucht er in Akkon auf und schließt sich da mit großer Wahrscheinlichkeit dem Deutschorden an. Bevor wir nun aber der Spur der Grüninger Linie folgen, schauen wir erstmal, warum Denkendorf, denn hier sind wir ja schon mit Absicht, so eine große Bedeutung für die Württemberger hat. Dazu müssen wir aber neigen.
Haltung von Denkendorf wirklich Eisartiere zu kennen, muss man wissen, was hier ursprünglich war. Ursprünglich stand hier eine Remigiuskapelle. Das ist schön, aber jetzt nicht so furchtbar besonders. Bis schließlich ein Herr von Denkendorf ins Heilige Grab reist, nach Jerusalem, und dort so ergriffen ist, dass er diese Kapelle dem Heiligen Grab stiftet. Der Patriarch von Jerusalem nimmt es dankbar an und schickt dann Chorherren nach Denkendorf, Chorherren vom Heiligen Grab. Das Ganze nimmt dann einen enormen Aufschwung. 1128 rum dürfen die dann schon ihre eigene Vögte wählen, stehen unter besonderem Schutz des Reiches und so weiter und so fort. Wirklich interessant wird es dann, als 1291 Jerusalem für die Christenheit verloren geht. Jetzt kann der gemeine Pilger nicht mehr zum Heiligen Grab pilgern, aber er kann nach Denkendorf, was ja eine offizielle Filiale des Heiligen Grabes ist. Und so erlässt der Papst ein Dekret, das da sagt, okay, wer jetzt vorzugsweise im Karfreitag nach Denkendorf pilgert, der erhält den gleichen Ablass, wie wenn er nach Jerusalem pilgern würde. Das sorgt gleich für enorme Pilgerströme, selbstverständlich. 1252 erhalten jetzt die Württemberger von Wilhelm von Holland, die Vogtei, die Schutzherrschaft über Denkendorf, über das Kloster hier, und versuchen seitdem, das immer weiter in sich einzukooperieren. Also eigenes Territorium ist immer noch was anderes als Vogtei. Das Kloster wehrt sich andauernd dagegen, aber es ändert nichts daran, dass die Württemberger einen richtig dicken Reibach machen. Gehen wir wieder rauf. Zweifelsohne erlebten die Württemberger unter den Ludwigen einen weiteren Machtzuwachs, einen weiteren Aufstieg. Der große Aufstieg allerdings zeigt sich an einer anderen Stelle. Es wird Zeit, dass wir uns auf den Weg machen nach Markgröningen. Hier also liegt er, einer der größten Verräter der deutschen Geschichte, der um eigenen Vorteilen willen half, ein großartiges Reich zu stürzen. Aber davon nächstes Mal. Ade.